Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Die SPÖ hat einen Neuwahlantrag gegen die türkis-grüne Regierung eingebracht. Die ÖVP oder zumindest weite Teile davon freuen sich über 100% für Karl Nehammer beim ÖVP-Parteitag. Zwischen Opposition und Regierung gibt es Krach um Energieversorgung und Teuerung. Und ich freue mich, heute Abend ein besonders spannendes Duell vorstellen zu können. Nämlich einerseits, ich fange mit der Dame an, Julia Herr, SPÖ. ÖVP-Mandatarin, hallo, und Andreas Hanger, ÖVP-Mandatar. Und ich glaube, zum ersten Mal in dieser Konstellation zu einem Duell an einem Tisch. Guten Abend, genau so ist es. Ich fange mit Julia Herr an und dem SPÖ-Neuwahlantrag. Sie haben einen Neuwahlantrag eingebracht, die SPÖ auch. Sie haben ja eigentlich gewusst, dass es keine Chance auf Mehrheit geht. War das ein PR-Gag oder worum geht es der SPÖ da? Nein, ich glaube, da geht es darum, dass wir gefühlt und nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich im Schnitt alle 2 Monate entweder einen neuen Kanzler oder ein neues Regierungsmitglied vorgestellt bekommen. So viele Regierungserklärungen gab es noch nie. Diese Regierung wechselt so schnell. Man sieht einfach, dass sie instabil ist. Man stelle sich ein Unternehmen vor, wo alle 2 Monate der Vorstand wechselt. Das gibt es ja nicht. Das Unternehmen kann ja dann nicht kontinuierlich arbeiten. Das würde ja bankrott gehen. Aber genau so wird mit unserer Republik derzeit umgegangen. Und es ist auch nicht nur, dass die Regierung instabil ist, ständig wechseln muss, sondern dass auch die zentralen Herausforderungen, nämlich zum Beispiel die Teuerung, drei von 10 Haushalten müssen derzeit Schulden machen, um sich das alltägliche Leben leisten zu können, den Konsum, das Wohnen. Das ist eine Inflation so hoch wie seit 40 Jahren nicht und es gibt keine Maßnahmen dagegen. Lebensmittel sind so teuer wie seit Jahrzehnten nicht und es gibt keine Maßnahmen dagegen. Und da sagen wir einfach, na gut, wenn die Regierung es nicht schafft, dann müssen wir sie auch dazu auffordern zu gehen, weil wir sind einfach dann überzeugt, dass wir so eine Teuerungskrise besser lösen können. Planen Sie noch ein paar Regierungsumbildungen? Julia Herr hat gemeint, alle 2 Monate. Wenn ich kurz replizieren darf, Frau Kollegin Herr, Sie waren offensichtlich bei den letzten Parlamentssitzungen nicht anwesend. Wir haben umfangreiche Pakete, aber dann haben Sie es, keine Ahnung, dann haben Sie es nicht wahrgenommen oder waren irgendwo im Couloir draußen. Wir haben Maßnahmen im Ausmaß von 4 Milliarden Euro beschlossen. Das ist im europäischen Vergleich ein enorm hohes Niveau. Es ist auch gesagt worden, wenn diese Maßnahmen nicht ausreichen, soll es auch noch zu weiteren Maßnahmen kommen. Aber davon zu sprechen, dass nicht gegengesteuert worden ist, da gibt es wirklich gar keine sachliche Grundlage dafür. Und ja, zum Neuwahlantrag, das ist halt dieses PR-Gedöse, das da ist, das muss man so zur Kenntnis nehmen. Meine Wahrnehmung, wenn ich im Wahlkreis unterwegs bin, ist eine ganz andere. Die Menschen wollen haben, dass wir arbeiten. Die wollen auch haben, dass wir zusammenarbeiten. Die hätten übrigens auch gerne eine Zusammenarbeit mit den Oppositionsparteien und nicht nur dieses Oppositionsgedöse, das da höre ich jetzt wieder 2 Tage im Parlament. Also das ist das, was ich wahrnehme. Und man muss schon auch sehen, was in den letzten 2,5 Jahren passiert ist. Da haben wir zum einen die Pandemie, über die man lange diskutieren kann, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Aber es ist auch die Ökologisierung des Steuersystems gekommen. Das ist schon wirklich ein sehr relevanter großer Schritt und vieles andere mehr. Heute Energielenkungsgesetz, übrigens mit Zustimmung der SPÖ, das möchte ich auch erwähnen. Also da passiert schon etwas, also immer diese Darstellung, da passiert gar nichts. Ja, das ist halt dieses Oppositionsgedöse, das muss man halt gelassen zur Kenntnis nehmen, das wird auch so bleiben. Aber Herr Hanger, Sie haben sich jetzt selbst widersprochen, weil auf der einen Seite haben Sie gesagt, ja, die Opposition ist halt überall dagegen. Und dann haben Sie gerade selbst angeführt, wir haben heute eben sehr wohl wieder gemeinsam mit der Regierung, auch wo es um 2/3 Materie geht, Gesetze auf den Weg gebracht. Das heißt, die SPÖ ist sehr wohl konstruktiv. Überall dort, wo wir sagen, das ist sinnvoll, da stimmen wir auch zu. Aber beispielsweise bei den Lebensmitteln gibt es keinerlei Antworten der Regierung. Die Lebensmittelpreise sind unglaublich hoch. Und hier hat es zum Beispiel von den Grünen eine Ansage gegeben, ja, da muss man was tun bei den Lebensmitteln. Wir warten immer noch drauf. Also ich weiß nicht, wann das Ganze kommen soll, dass man sagt, ja, man muss mehr tun. Das hören wir jetzt auch schon öfter. Der Bundeskanzler Nehammer hat auch gestern gesagt, haben wir schon genug getan gegen die Teuerung? Nein, hat er gesagt. Und wie viele Gesetzesanträge, wie viele Initiativen haben Sie dann eingebracht die letzten beiden Tage gegen die Teuerung? Null. Ich meine, das muss man sich also mal vorstellen. Sie waren nicht dabei, Frau Herr, offensichtlich. Ja, was wurde denn die letzten beiden Tage gegen die Teuerung beschlossen? Wir haben ein 4-Milliarden-Paket am Tisch gelegt, das auch die Wirkung entfalten wird. Das bitte ich Sie wirklich einmal zur Kenntnis zu nehmen. Und wenn mehr notwendig ist, wird das auch passieren. Nur Ihr Vorschlag, quasi Mehrwertsteuer zu senken, Sie wissen, alle Experten lehnen das ab, weil das ist Gießkanne.
Das unterstützt hauptsächlich diejenigen, die ein gutes Einkommen haben. Also mit ihren konkreten Vorschlägen, wenn man die dann ein bisschen abklopft, ob sie sinnvoll sind, da bleibt halt leider nicht viel über. Das muss man jetzt schon auch feststellen. Nein, also gerade bei den Lebensmitteln, wenn man sich anschaut, wem würde bei der Senkung der Steuern auf Lebensmittel, wem würde das zum meisten zugutekommen, wäre es den kleinen Haushalten, weil die geben natürlich prozentuell von dem, was sie verdienen, und das ist sehr wenig, am meisten aus für Lebensmittel. Stimmt ja nicht. Je mehr ich verdiene, desto weniger wird der Prozentsatz, den ich dafür für Lebensmittel ausgebe. Und da bleibt auch mehr über. Das heißt, das ist rein rechnerisch belegt, dass wenn wir sagen, bei den Lebensmittelpreisen, da tun wir was, das bringt vor allem den Kleinen etwas. Und auch, was ich auch nicht so stehen lassen will, ist, dass jetzt von der ÖVP hier gesagt wird, wir würden nur die Großen unterstützen, wenn man gleichzeitig, davon sprechen Sie, also Sie sprechen ja von der Steuerreform, wenn Sie jetzt 4 Milliarden sagen, da rechnen Sie ja die Steuerreform mit hinein, die Sie ja schon verkauft haben, bevor es die Teuerung überhaupt gab. Also die haben Sie ja, so sie und kommt so jetzt durchgeführt. In Wirkung. Jetzt sie ist die Teuerung, jetzt sagen Sie, nein, wir machen eh so viel und verkaufen uns das ein zweites Mal, obwohl das nur das Geld ist, das rückverteilt wird, was die arbeitenden Menschen sich selbst erarbeitet haben. Aber sei es drum, bei dieser Steuerreform haben Sie beschlossen, eine Senkung der Körperschaftssteuer, das ist die Gewinnsteuer, die vor allem den größten Unternehmen und Konzernen in diesem Land etwas bringt. Das sind fast 1 Milliarde pro Jahr. Auf die nächsten Jahre gerechnet sprechen wir von mehreren Milliarden, die hier wirklich dazu fließen, dass mehr Gewinne überbleiben. Davon hat ein normaler Mensch nichts, nichts. Und da haben Sie kein Problem mit der Umverteilung. Wenn es um die Lebensmittel geht, sagen Sie auf einmal, nein, das geht nicht. Also vorher ziemlich im Klassenkampf, ich habe schon gewartet darauf. Es hat eine umfangreiche Steuerreform gegeben, die in erster Linie die arbeitenden Menschen adressiert. Lassen Sie mich jetzt ausreden, das wäre sehr fein von Ihnen. Da werden Milliarden bewegt, das entlastet auch die Menschen, die im Erwerbsleben sind, die wurden dort adressiert. Und natürlich geht es auch um den Wirtschaftsstandard, aber ich weiß schon, der ist Ihnen egal und Sie glauben immer, das passiert von alleine und die Einkommen sind da und die muss man umverteilen. Und zum Steuersystem insgesamt möchte ich Sie schon darauf hinweisen, dass wir ein ganz stark umverteilendes Steuersystem haben. Das wird in der SPÖ nie zur Kenntnis genommen. Das wird gemessen an dem sogenannten Gini-Koeffizienten. Das heißt, es gibt kaum eine Volkswirtschaft auf der ganzen Welt, wo die Einkommen nicht so umverteilt werden wie in Österreich. Ich weiß schon, deshalb ist das immer noch zu wenig. Aber ich sage auch, wir stehen für den Mittelstand. Wir müssen auch auf diejenigen schauen, die das erwirtschaften. Faktum ist, dass 95% des Steueraufkommens erwirtschaften. Und auch auf die müssen wir schauen. Ich weiß schon, das ist Ihnen alles egal. Sie wollen immer noch mehr umverteilen. Oder Armutsbekämpfung. Bitte nehmen Sie doch irgendwann einmal zur Kenntnis, dass wir in Österreich auch Weltmeister sind in der Armutsbekämpfung. Die Transferleistungen, die wir in den unteren... Na, da lege ich Ihnen eine Studie des Budgetdienstes vor, wenn Sie wollen. Weil der Budgetdienst ist hier unverdächtig. Das sind Zahlen, die auf dem Tisch liegen. Aber ich weiß schon, da tut sich heute SPÖ immer schwer, das zur Kenntnis zu nehmen. Nein, da geht es... Ich tue mir überhaupt nicht schwer, etwas zur Kenntnis zu nehmen. Man muss nur sagen, dass das eine ziemlich dreiste Aussage ist, in einer Zeit, wo nicht nur die Mieten steigen, die Lebensmittelpreise steigen, die Energiekosten steigen, die Mieten, alles wird teurer. Immer mehr, immer weniger Menschen können sich das leisten. Das sind ganz aktuelle Entwicklungen. Wenn Sie jetzt sagen, das passiert nicht oder das gibt es nicht, dann akzeptieren Sie die Realität nicht. Gerade jetzt verfestigt sich Armut. Das ist jetzt sichtbar in den Zahlen. Es verfestigt sich Langzeitarbeitslosigkeit und es verfestigt sich Armut. Das passiert jetzt. Und natürlich müssen wir hier mehr tun gegen die Armutsbekämpfung. Genau. Der Bundeskanzler Nehammer hat in seiner Rede am Parteitag gesagt, wir müssen aufpassen, dass die Armen nicht ärmer werden. Da akzeptiert er ja schon, dass es arme Menschen gibt. So. Wir müssen dafür sorgen, dass es überhaupt gar keine Armut mehr gibt. Und das ist natürlich möglich, wie Sie gesagt haben, in einem der reichsten Länder der Welt. Österreich ist eines der reichsten Länder. Wir müssen uns Obdachlosigkeit und Armut nicht leisten. Wir können etwas dagegen tun. Wir haben viele Vorschläge dazu eingebracht. Ein Arbeitslosengeld, von dem man wirklich überleben kann, nicht in die Armut abrutscht. Die Erhöhung des Heizkostenzuschusses, der für viele so notwendig ist. Wir müssen generell über höhere Löhne sprechen, dass man gar nicht in die Armut abrutschen kann. Und da hat auch Ihr Finanzminister jetzt in dieser Zeit, wo alles teurer wird, gesagt, jetzt ist sicher nicht die Zeit, um über höhere Löhne zu sprechen. Na, das frage ich Sie. Wann denn bitte sonst? So, aber noch einmal, ich würde Sie bitten, zur Kenntnis zu nehmen, dass in Österreich dramatisch auch in die unteren Einkommensgruppen umverteilt wird. Wir sind in der Armutsbekämpfung, und ich lege Ihnen gerne die Studie morgen am Tisch, wenn Sie mir das nicht glauben, vom Budgetdienst erstellt. Wir sind in der Armutsbekämpfung Weltmeister. Es gibt kaum ein Land, das so viel tut für die unteren Einkommensgruppen. Und wenn wir schon beim Thema sind, ich bin voll bei Ihnen, wir müssen auch in diese Gruppe derzeit genau hinschauen, wenn es um die Teuerung geht.
Wir haben das auch gemacht, wird immer vergessen. Einmalzahlungen für Arbeitslose, für Notstandshilfebezieher, für Studenten, die eine studentische Unterstützung bekommen, für Mindestpensionisten. Genau diese Zielgruppe müssen wir adressieren. Aber Ihr Vorschlag geht genau ins Gegenteil. Sie gehen mit der Gießkanne drüber. Was habe ich persönlich von einer Senkung der Mehrwertsteuer? Da müssen wir schon die Zielgruppen adressieren. Aber eigentlich ist das ja fast SPÖ-Politik, das wir da machen. Ich verstehe überhaupt nicht, dass Sie da dagegen sind. Sie machen fast SPÖ-Politik, das ist spannend. Aber was die Julia Herr da meint, bevor Sie dann replizieren können, ist, ob Sie jetzt mehr machen. Und das stimmt ja, dass der Bundeskanzler Nehammer gesagt hat, wir müssen noch mehr machen. Es ist Fakt, dass die Lebensmittelpreise steigen, es ist Fakt, dass die Energiepreise steigen, dass das immer stärker alles an den Konsumenten weitergegeben wird. Wird oder muss es da mehr geben? Absolut. Ich glaube, man muss sich die Entwicklung sehr genau anschauen. Wenn das Inflationsthema in dieser Dynamik weitergeht, wird man auch im Sommer, im Herbst weitere Maßnahmen setzen müssen. Sage Ihnen aber auch ganz ehrlich dazu, und diese Ehrlichkeit würde ich schon auch einfordern in der politischen Debatte, man wird nicht alles staatlich abfedern können. Wir haben derzeit auch eine Situation, dass wir 80% unseres Bruttoinlandsproduktes Schulden haben. Ich weiß schon, Schulden sind der SPÖ immer total egal. Wir sagen immer, Schulden muss halt auch irgendjemand auch zurückzahlen. Also auch das müssen wir im Auge haben. Aber wir brauchen natürlich wirtschaftliche Dynamik. Und mir persönlich ist es wirklich sehr wichtig, dass wir die Gruppen adressieren, die es brauchen. Das sind auch die Pendlerinnen und Pendler, die aufs Auto angewiesen sind. Und wir sind bei den unteren Einkommensgruppen. Die müssen wir mit Maßnahmen adressieren, die brauchen Unterstützung. Aber jetzt so wie wir beide mit unseren Einkommen, also wir brauchen keine Unterstützung. Genau in dieser Unterschiedlichkeit würde ich gerne dieses Thema diskutieren und nicht so diese Gießkanne, mit der Sie da drüber gehen wollen. Entschuldigung, aber ich würde Sie bitten, einfach sachlich zu bleiben. Sie haben jetzt mehrmals mir Dinge unterstellt, das ist mir wurscht, das ist mir wurscht. Schauen wir uns an, Sie haben jetzt gerade gesagt, es geht auch um Schulden, die Pendler und Pendlerinnen. Schulden, glaube ich, egal, oder? Ja, genau, Schulden sind uns egal, das habe ich gesagt heute. Ja, das, wenn Sie das gehört haben, dann... Nein, aber das ist immer SPÖ-Gredo, wenn ich den Parlamentsdebatten... Ich bleibe jetzt bei den Fakten wieder. Sie haben gesagt, Pendler und Pendlerinnen ist wichtig. Sehe ich auch so. Schauen wir uns an, was Sie beschlossen haben. Ein Manager, der 8.000 Euro brutto verdient, ein Gehalt, ein sehr hohes, haben wir gerade festgestellt, braucht keine Unterstützung, bekommt jetzt fast 1.000 Euro mehr durch die Erhöhung der Pendlerpauschale. Ein Bäcker zum Beispiel, der nur einen KV-Lohn hat, der nur 1.500 verdient, bekommt jetzt 367 Euro. Der Manager bekommt dreimal so viel Pendlerpauschale wie der Geringverdiener. Das ist, was Sie beschlossen haben, wo wir gesagt haben, macht man doch auch die Pendlerpauschale sozial gerecht, dass die, die weniger verdienen, mehr davon bekommen und die, die mehr verdienen, auch einen Beitrag, aber einen kleineren. Das haben wir vorgeschlagen. So. Das ist nicht Gießkanne, punkto Pendlerpauschale, um ein Beispiel zu nennen. Dann? Ja, gerne. Aber das darf ich gleich replizieren darauf? Na bitte, nur, das ist Fakt. Sie haben offensichtlich, wenn ich das sagen darf, dann muss ich Ihnen das progressive Steuermodell in Österreich erklären. Und jemand in unseren Einkommensgruppen ist im Spitzensteuersatz. Ja. Der leistet auch ganz viel in das System hinein. Und wenn ich jetzt dann eine Maßnahme aufsetze wie die Pendlerpauschale, dann geht die halt auch über das Einkommen. Wissen Sie, was ich meine? Weil wenn ich auf der einen Seite progressiven Steuertarif habe und mit hohen Einkommensgruppen auch viel Steuern bezahle und wenn ich dann die Entlastungsmaßnahmen über die Pendlerpauschale setze, wirkt es natürlich auch über die Einkommensteuer. Das ist ziemlich logisch. Aber das immer wieder in diesem Klassenkampf, die einen gegen die anderen ausspielen, für das bin ich nicht zu haben. Sondern wir brauchen eine Volkswirtschaft, wo alle zusammenhängen. Das ist irgendwie, gehen Ihnen die Argumente aus und dann sprechen Sie von Klassenkampf. Ja, das sind einfach die Pendlerpauschale. Wenn Sie die Körperschaftssteuer permanent adressieren, dann ist das Klassenkampf. Auch die Wirtschaft müssen wir im Auge haben und das ist halt so. Ja, das ist genau, so diese alte, das ist, so diese alte, das ist halt diese alte Doktrin von der SPÖ. Entschuldigung, ja, bitte, Herr Hanger, das sind nur Stehsätze. Ich will darüber sprechen, was wir tatsächlich im Nationalrat beschließen, was tatsächlich übrig bleibt. Und wenn Sie sagen, das Steuersystem wirkt so stark umverteilend, das sind einzelne Steuern, ja, die Einkommensteuer beispielsweise, je mehr ich verdiene, desto mehr zahle ich. Natürlich ist das wichtig, hat ja auch die SPÖ mit eingeführt und beschlossen, viele Punkte in unserem Sozialsystem, die gut und quasi eine positive Verteilungswirkung haben, sodass man sagt, es geht vor allem in die unteren Klassen. Aber was Sie sagen, dass jemand, der viel verdient, viel mehr an Steuern zahlt, ja in konkreten Zahlen, aber doch nicht prozentuell. Ein beispielsweise kleines Unternehmen, ein mittelständiges, zahlt viel mehr Steuern als ein großer Konzern in Österreich. Das ist leider so. Das ist ja das Unfaire. Das ist ja, Sie sagen immer Wirtschaft, das ist
absolut unfaires Wirtschaften. Jemand, der an der untersten Einkommensgrenze ist, zahlt prozentuell mehr Abgaben als ein Millionär in diesem Land. Prozentuell, wie gesagt, gesehen. In natürlichen Zahlen ist das natürlich anders, aber mit denen können wir da ja nicht rechnen. Wenn wir uns anschauen, wie viel Beitrag leisten Vermögende in diesem Land und wie viel Beitrag leisten arbeitende Menschen. Die Einnahmen des Sozialstaats werden zu 80% aus Arbeits- und Konsumsteuern eingehoben. 80% aus Arbeit und Konsum. Die arbeitenden Menschen tragen die Löwenlast in diesem Land. Nur 20% kommen aus Vermögen oder Einkommen. Das heißt, wir haben Vermögen in diesem oder Land... Einkommen? Jetzt verwechseln wir es gerade wieder. Nein, beides gemeinsam. Es ist nämlich einerseits das Einkommen und es ist andererseits das Vermögen. Weil Vermögen wird in diesem Land kaum besteuert. Wir haben hunderttausende Millionäre, Millionärinnen in diesem Land. Die müssen keinerlei Beitrag leisten zur Bekämpfung der Krise. Sonst würden wir endlich über Millionärsteuern sprechen. Und natürlich brauchen wir die. Wir haben in den letzten Jahren aufgrund der Pandemie, aber auch aufgrund von vielen anderen Krisen, unglaublich hohe Budgets beschlossen. Sie haben es gerade gesagt, da wurde viel Geld ausgegeben. Und die Frage, auf wessen Rücken wird denn das finanziert? Wer hat das am Ende des Tages alles zu bezahlen? Und da kann es nicht sein, dass 80% von den arbeitenden Menschen kommt und nur 20% von den Vermögenden. Das ist jetzt schon ein Schiefgewicht. Und natürlich muss man das gerade rücken. Und ja, das ist auch für die Wirtschaft gut im Übrigen, Herr Hanger, weil dann können endlich auch kleinere Unternehmen natürlich zum Zug kommen. Ich sage Ihnen, Frau Herr, dieser Klassenkampf ist nicht mehr zeitgemäß. Da wirklich, da sollten wir uns irgendwann einmal weiterentwickeln. Ich versuche es noch einmal zu erklären. Sehr traurig, wir haben Nein, aber lass uns mir mal erklären. Wir offensichtlich im Steuersystem, wir haben zum einen progressiven Steuersatz. Ja? Und ja. Darf ich das kurz ausführen? Ja. Und Faktum ist, dass 50% der Einkommensbezieher 95% des gesamten Einkommensteuervolumens erwirtschaften. Das ist Realität, in jeder Studie nachzulesen. Und auf was ich hinweisen will, und ich bekäme mich auch dazu, diese Steuereinnahmen, die dann gemacht werden, natürlich dann auch Mehrwertsteuer, Körperschaftsteuer, alles zusammen, wird dann ganz stark umverteilt hin in die unteren Einkommensgruppen. Das ist die Realität. Ich bekäme mich auch dazu, weil es den sozialen Zusammenhalt fördert. Darum hage ich diesen Klassenkampf immer nicht, wenn man den einen gegen den anderen ausspielt. Aber das ist die Realität. Das ist durch jede Studie belegbar. Und noch einmal, auch in der Armutsbekämpfung, es gibt kaum ein Land auf der Welt, das massiv in die unteren Einkommensgruppen investiert. Das ist alles okay. Ich stehe dazu, weil ich auch den sozialen Zusammenhalt haben will, gar keine Frage, das muss uns auch was wert sein, aber irgendwann müssen wir schon mal sagen, so, noch mehr umverteilen geht auch nicht, weil irgendwann werden wir dann die Leistungsbereiten sagen, naja, puh, dann verliere ich die Motivation auch engagiert, eigenverantwortlich zu agieren und das ist unser unterschiedlicher Zugang und es ist höchst an der Zeit, dieses Klassenkämpferische mal wegzulassen, das verstehe ich nicht mehr, es gibt kleine Unternehmen, große Unternehmen, es gibt Manager, es gibt Personen, die nicht das hohe Einkommen haben, denen müssen wir die Möglichkeit geben, sich beruflich weiterzuentwickeln. Aber die einen gegen die anderen auszuspielen, wie sie es permanent machen, von dem halte ich gar nicht. Weil das jetzt wiederholt gekommen ist, legt sie es jetzt auf einen Klassenkampf an? Na, wenn ich permanent höre, die Vermögen, dann definieren Sie jetzt einmal, was Sie damit meinen. Ja, sehr gerne sogar. Ja? Ich gehe nämlich nicht auf Ihre Argumente da ein, immer wenn, hey, wenn Sie Konter, gut sind, das mit quasi schon, sachlichen Punkten und dann reden Sie. Nein, aber Sie müssen Realität zur Kenntnis nehmen. Das ist der Dividendenreport von 2022. Ich habe den mit, weil der ist heute gekommen. Da sehen wir, wie die Ausschüttungen der großen Unternehmen in diesem Land gestiegen sind. Da gibt es jetzt in der Krisenzeit nämlich Rekordgewinne, die ausgeschüttet werden an die Aktionäre und Aktionärinnen. Wir haben hier die OMV beispielsweise 752 Millionen an Gewinnausschüttung, ein Anstieg von plus 24% im Krisenjahr. Wir haben hier die Unica. Da kennen Sie ein paar Leute, waren auch Parteifreunde von Ihnen unlängst dort zuständig, haben wir im Untersuchungsausschuss besprochen, haben ein Plus von 200% bei den Ausschüttungen der Dividenden. Oder, ein anderes Beispiel, wir können die hier durchgehen, der Verbund, aber es tut ganz mir leid, viele Frau Energieunternehmen. Nein, Frau das Herr, ist mitten im Krisenjahr. Ja, aber nein, Frau jetzt Herr, ist meine Zeit. Mitten im Krisenjahr sehen wir, dass hier Gewinne erwirtschaftet werden, die sind jenseits. Ja, Sie haben gerade gesagt, für die Arbeitslosen, Sie haben eh eine Einmalzahlung von ein paar hundert Euro beschlossen. Das ist eh schon so viel. Wir sind eh schon so gut in der Armutsbekämpfung. Aber erklären Sie das bitte den Menschen, die uns schreiben. Sie wissen am Ende des Monats nicht, ob sie noch Geld für Essen oder für die Miete haben. Und dann sehen wir hier diese Gewinne. Das ist unpackbar, was hier ausgeschüttet wird. Das sind Milliarden, die hier tatsächlich erwirtschaftet wurden, die nicht zurück in den Steuerhaushalt fließen, sondern die an Aktionäre und Aktionärinnen ausgeschüttet werden. Und Ihr Finanzminister kommt jetzt auch in dieser Zeit noch daher und sagt, wir müssen die KEST, ja, also die Steuer, die auf solche Aktiengewinne anfallen, auch auf Aktienspekulationen, ganz abschaffen. Sie gehen ja noch weiter. Es bleibt ja nicht dabei, dass Sie die Körperschaftssteuer
hier so stark gesenkt haben, dass die großen Unternehmen viel Gewinne machen. Sie wollen ja noch weitergehen. Sie sagen, wir haben so einen super Sozialstaat in Österreich. Ich glaube auch, wir haben einen sehr guten Sozialstaat. Der wurde auch lang und hart von den arbeitenden Menschen und den Gewerkschaften erkämpft. Aber was Ihre Regierung derzeit macht, ist den Stück für Stück natürlich auch zurückzudrängen. Wenn Sie hier Steuern senken die ganze Zeit, die ja nur, ich meine, Aktiengewinne sollen jetzt steuerlich entlastet werden, dass dann noch mehr Gewinne fließen. Wissen Sie, der durchschnittliche Österreicher, der hat gar keine Aktien. Und wenn er welche hat, dann genau. Sind die extrem klein. Aber Frau Herr, das ist ja genau das Problem, das Sie haben. Für Vermögende, die Sie hier machen, mitten in der Krisenzeit. Nein. Und erklären mir, wir haben eh kein Problem mit der Armut in einer Zeit, wo wirklich viele gerade sie in die Schulden schlittern. Ich würde Sie bitten, aufzupassen. Ich habe nicht gesagt, dass wir kein Problem haben. Ich habe nur gesagt, wir machen sehr viel. In der Umverteilung. Das ist die Realität. Also da würde ich schon bitten, wirklich auch dabei zu bleiben, was ich sage. Und noch einmal, wir sind jetzt wieder im Klassenkampf. Aktiengesellschaften, Konzerne, die sind ja das Böse. Ich habe da ganz einen anderen Zugang. Diese großen Unternehmen sind für unsere Volkswirtschaft enorm wichtig. Ich wäre sehr dafür, dass wir Programme entwickeln, wo wir möglichst viele Österreicherinnen und Österreicher beteiligen an diesen Unternehmen. Aber Aktien und Aktiengesellschaften, da tut es sich immer so schwer. Klar ist auch, wenn die Gewinne wirtschaften, haben die Gewinnsteuer zu bezahlen in Österreich. Und wenn es dann zu Ausschüttungen kommt, sind auch noch einmal entsprechende Einkommensteuer zu bezahlen, damit wir dann wieder unser Sozialsystem finanzieren können. Und wir brauchen eine starke Wirtschaft, damit das auch funktioniert. Und ich habe es immer nur in einen Blick, ich wollte immer nur Geld verteilen, das irgendwie von alleine entsteht. Und das entsteht nur in einer starken Volkswirtschaft. Und da brauchen wir Rahmenbedingungen, dass das funktioniert. Es ist ja doch eh relativ einfach. Aber mit diesen alten klassenkämpferischen Dogmen, die Sie da permanent bringen, ehrlich, die führen uns nicht weiter. Das ist jetzt zum 12. Mal, dass Sie das gesagt haben, Ihnen gehen die Argumente aus. Das ist auch okay, das bleibt trotzdem wahr. Bundesparteivorsitzenden Karl Nehammer. Der hat nämlich sogar gesagt, dass die Gewinne, die die Energieunternehmen jetzt verzeichnen, weil dadurch, dass die Gaspreise, dass die Rohstoffpreise so stark steigen, ja, was alle Menschen spüren, wenn auf einmal die Gasrechnung sich verfünffacht im Vergleich zum selben Zeitraum im letzten Jahr, ja, so stark sind die Gaspreise gestiegen. Da profitieren vor allem Energieunternehmen. Die machen gerade Fettgewinne, so wie die letzten Jahre nicht Gewinne geschrieben haben. Die profitieren. Aber die sind ja nicht böse dadurch. Ich meine, sie stehen das immer so da, als wären das die großen Kapitalisten. Dass die jetzt hier gerade massiv Gewinne verzeichnen. Ja. Und natürlich hat aber das nichts mit der Leistung des Unternehmens zu tun, sondern das ist einfach auch aufgrund einer geopolitischen Situation. Das müssen Sie anerkennen. Wir haben einen Krieg in der Ukraine. Hier haben sich Rohstoffpreise einfach vervielfacht. Das ist aufgrund eines internationalen Konfliktes. Und da gibt es jetzt aber Gewinner. Und die Frage ist, soll sich jemand aufgrund eines Kriegs, einer solchen internationalen Situation bereichern, ohne Leistung. Ja, da ist es jetzt nicht um irgendwas gegangen. Und da hat Ihr Bundeskanzler ja auch gesagt, diese Gewinne muss man umverteilen, weil die haben nichts mit irgendwas, die hat niemand erarbeitet. Diese Rohstoffpreise, das haben wir alle vor ein paar Monaten nicht kommen sehen, dass die so stark steigen werden. Das ist einfach eine Krisensituation. Und im Übrigen hat es die auch mit der Pandemie so gegeben. Aufgrund von Corona haben unglaublich viele Unternehmen riesige Gewinne geschrieben, auch nicht jetzt hart erarbeitet, sondern aufgrund der Krise. Da haben wir zum Beispiel gesehen, dass Amazon, wie auch immer man sagen will, unglaubliche Rekorde verzeichnet hat. Natürlich, weil die lokalen Büchergeschäfte, die hatten zu im Lockdown. Das war einfach eine Krisensituation. Und ich habe immer gesagt, aufgrund der Krise, die für so viele Menschen hart war, soll sich niemand bereichern. Und wenn es Krisengewinner gibt, dann müssen die natürlich diese Gewinne umverteilt werden. Weil die Krise, wurscht welche, Pandemie oder jetzt die Rohstoffpreise, das hat ja niemand verursacht. Dafür kann niemand was dafür, da haben Sie recht. Aber die Frage, dass jetzt einige, nur weil sie ein glückliches Los gezogen haben, jetzt sich da auf Kosten der Krise bereichern. Wo ist das gerecht? Wo hat das mit Leistung zu tun? Und deshalb hat auch Ihr eigener Bundeskanzler den Vorschlag gemacht. Nur dann wurde er zurückgepfiffen von der Industriellenvereinigung, von der Wirtschaftskammer, weil man sieht, für wen die ÖVP Politik macht, nämlich für die Vermögendsten in diesem Land und eben auch genau für diese Unternehmen, die sich genau diese Profite jetzt einheimsen wollen. Und das ist das Problem. Es tut mir leid, Frau Herr, wenn ich es wiederholen muss, das ist klassenkämpferisch. Die Diskussion könnte man vor 20 Jahren geführt haben. Da hätte ich irgendwo noch Verständnis dafür. Man muss einen Wirtschaftsstandort sehen, der wichtig und gut ist. Es geht um die Dividenden, die da ausgeschüttet werden. Übrigens, die Österreichische Republik ist Gott sei Dank auch Eigentümer, auch der OMV. Man könnte auch darüber diskutieren, wie weit hier Privatisierungsschritte richtig waren. Da werde ich auch noch gesprächsbereit. Aber per se, jetzt Konzerne, Aktiengesellschaften zu sagen, die sind das Böse und die müssen wir jetzt alle wieder wegbesteuern, das verstehe ich nicht ganz. Aber sympathisieren Sie mit dem Vorschlag von Karl Nehammer und der Abschöpfungssache?
Weil das stimmt ja, dass er da einen gewissen Wirbel ausgelöst hat. Aber er hat genau diese Punkte kritisiert, dass Verbund und Co. ebenso extreme. Ich glaube, dass wir schon darüber reden müssen, wie hier Marktpreise entstehen. Wenn ich mir die Mechanismen dort anschaue, glaube ich auch, dass man nachschärfen muss. Ich habe mir das einmal erklären lassen, dass der Marktpreis sich halt so und so definiert. Da sind auch Mechanismen dahinter. Ich glaube, die Mechanismen sollte man sich tatsächlich anschauen. Also dieser Meinung bin ich auch. Aber natürlich in Wirklichkeit, wenn Konzerne Gewinne erwirtschaften, gibt es Dividenden an die Eigentümer. Wie man da steuertechnisch damit umgeht, kann man sich auch anschauen. Wo wir zum Beispiel auch Konsens haben könnten, wäre in der Frage der Besteuerung von Digitalunternehmen. Ja. Ich möchte schon einmal festhalten, dass auch im Rahmen der Ratspräsidentschaft in Europa hat Österreich hier wirklich Initiativen gesetzt, weil auch klar sein muss, ich meine, das versteht ja jeder, der sich mit Steuerrecht ein bisschen auseinandersetzt, das kann man nur international klären. In der Diskussion zum Beispiel untergegangen ist auch, dass es global jetzt eine Einigung gibt auf eine Mindeststeuer, auf eine Mindestkörperschaftssteuer, halte ich für richtig, wichtig, gute Schritte. Aber irgendwie so die Wirtschaft ist das Böse und denen müssen wir alles wegnehmen, von dem halte ich nichts. Wir brauchen einen guten Wirtschaftsstandort, wir brauchen ein gutes Miteinander zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, das ist das Thema. Darum diese klassenkämpferischen Ansagen, die ich da permanent höre, von denen halte ich wirklich nichts. Ich glaube, jetzt haben Sie es zum 51. Mal gesagt, naja, es ist jetzt deshalb nicht umso wichtiger. Ist ich habe zum Beispiel so selbst auch einen Vorschlag eingebracht, dass wir jetzt den vor allem der großen Industrie, die wir im Land halten wollen, natürlich Geld zur Verfügung stellen. Zum Beispiel, wenn es um die Klimapolitik geht, dass die umrüsten können zu einer klimafreundlichen Industrie. Da haben wir einen Transformationsfonds von 20 Milliarden Euro gefordert, um gemeinsam mit den Unternehmen hier was voranzutreiben. Ich lasse mir das von Ihnen überhaupt nicht in den Mund legen, dass wir gegen die Wirtschaft wären. Ich glaube, dass es vielmehr die ÖVP-Politik, die hier oft in diese Richtung einfach auch geht, wenn man sich anschaut, wie ungleich ist die Situation von einem mittelständischen Unternehmen oder einem ganz großen. Aber worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, Sie haben jetzt gerade wieder gesagt, erstens, die Digitalsteuer, ja, die bringt weniger als die klassische Hundesteuer, da wäre natürlich viel, viel mehr möglich. Na, dann erklären Sie mir das Modell, da bin ich aber gespannt jetzt. Erklären Sie mir das konkrete Modell, das Österreich machen kann. Also da wäre jetzt wirklich spannend, nicht nur groß reden, sondern konkrete Vorschläge am Tisch. Was würden Sie nationalstaatlich machen? Viele Vorschläge auf den Tisch gelegt, nationalstaatlich haben Sie nicht gesagt. Sagen Sie mal zwei, nicht viele, es gibt immer zwei. Zwei. Wir haben beispielsweise die Vorschläge natürlich von einem Country-by-Country-Reporting. Das hat nichts mit einer Besteuerung zu tun, Country-by-Country. Das hat nichts mit einer Besteuerung zu tun. Da geht es darum, dass man die Steuern dort zahlt, wo sie auch tatsächlich die Arbeit erwirtschaftet. Es geht um ein Reporting. Mit einem Reporting. Nicht um ein Reporting. Es geht darum, dass wir nachvollziehen können, wo wurden die Arbeit überhaupt erwirtschaftet. Das ist die Maßnahme, die ich Ihnen gerade aufzähle. Sie ignorieren sie. Okay. Das Problem ist nämlich zum Beispiel, dass große Digitalkonzerne, wie Sie sagen, Country by Country Reporting, erste Maßnahme. Zweite. Das Geld, das sie erwirtschaften, dort versteuern, wo sie es tatsächlich versteuert haben, was sondern irgendwo hin Maßnahme? Verschieben. Diese Gelder, wo dann weniger Steuern anfallen. Und eine zweite Maßnahme, wenn Sie so wollen, könnte man auch sich anschauen, eine Finanztransaktionssteuer. Auch das wäre ein wichtiger Schritt. Da haben wir Konsens europäisch, das wissen Sie. Aber das gibt es doch nicht. Ja, ich habe gesagt, ja, Konsens. Nein, aber nur mal. Ich habe Sie gefragt. Nein, Moment. Jetzt müssen wir das schon fertig machen. Entschuldigung, Sie haben gesagt, Sie haben viele Maßnahmen vorgeschlagen, nationalstaatlich, zur Besteuerung digitaler Unternehmen. Jetzt habe ich nur keinen einzigen gehört. Das Country-by-Country-Reporting hat nichts. Ich habe gerade zwei konkrete aufgezählt, aber Sie sind ja nicht der Journalist. Doch, das waren zwei Maßnahmen, die extrem wichtig wären, um Gewinne fair zu besteuern. Aber dann stelle ich Ihnen eine Frage. Dann sehen wir dieses Spiel. Sie haben viele Maßnahmen. Ich halte sofort. Nein. Sofort. Sie haben gesagt, viele Maßnahmen, Sie haben nicht eine genannt. Bei Country by Country hat mit Besteuerung nichts zu tun und die Finanztransaktionssteuer ist nicht nationalstaatlich umsetzbar. Das wissen Sie. Ich glaube, Sie wissen leider nicht, was das Country by Country Reporting ist. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, weil natürlich hat das etwas mit Besteuerung zu tun. Nein, da geht es um ein Reporting. Nein, Frage. Also ehrlich, das klären wir dann, machen wir einen Faktencheck. Ich sage Ihnen, es ist ein Reporting. Das ist keine Steuermaßnahme. Entschuldigung, darf ich jetzt meine Punkte anbringen? Aber dann darf es mich nicht belehren, dahingehend, dass Country by Country eine Steuermaßnahme ist. Da geht es um Veröffentlichungspflichten. Das hat nichts mit Besteuerung zu tun. Tut mir leid. Tut mir leid, Frau Kollegin. Ich würde es wirklich nicht irgendwie da den Oberlehrer spülen, aber ja, von vielen Maßnahmen reden und nichts vorschlagen, finde ich schon spannend. Sie meinen, dass das Unternehmen in dem Land, also nehmen wir jetzt Starbucks, das nehmen immer wir wieder Starbucks. In Österreich so, arbeitet, genau. Dass zum Beispiel in Österreich wird hier Geld erwirtschaftet.
Das wird aber dann nicht unbedingt in Österreich versteuert, sondern diese Gewinne werden dann woanders hin verschoben, in ein anderes Land, wo dann viel weniger Steuern anfallen. Und um dem endlich einen Riegel vorzuschieben, um zu sagen, nein, es muss hier in Österreich versteuert werden, muss erst einmal sichtbar sein, wo fallen denn die Steuern an, wo wird der Gewinn überhaupt erwirtschaftet. Und das ist das Country-by-Country-Reporting, weil dann wissen wir auch tatsächlich, wo sind denn die Gewinne zu versteuern. Aber es ist ein Reporting, das natürlich notwendig ist, um zu wissen, wo die Gewinne anfallen und versteuert werden. Und das ist eine dringende Maßnahme. Und ja, aber keine steuerliche Maßnahme. Aber die Wahrheit, Das ist ja, machen Sie es fertig. Ja, danke. Sie haben jetzt diese Diskussion für 5 Minuten zerstört, was ich Ihnen nämlich... Nein, ich habe nur eingefordert, eine fachlich richtige Diskussion. Das reicht nicht mehr mal. Aber sie versucht es ja gerade zu erklären. Sie will das Reporting haben. Darf ich das nur auflösen, damit man nachher herausfinden kann, okay, Starbucks zahlt in Irland Steuern, soll künftig in Österreich Steuern zahlen. Wäre das etwas, das Sie befürworten würden? Oder ist das auch Klassenkampf? Absolut. Ich bin auch für Mindestkörperschaftssteuersätze in Europa, um diese Irland-Thematik anzusprechen. Und auch in den Niederlanden haben wir niedrigere Körperschaftssteuersätze. Da bin ich durchaus auch für eine Mindestkörperschaftssteuer. In Europa, wenn nicht sogar weltweit, hat es ja auch jetzt Entwicklungen gegeben, das halte ich für gescheit. Starbucks müssen wir separat diskutieren, wenn ich das noch sagen darf. Da geht es eher um Lizenzverträge, die dann da sind. Also Starbucks verrechnet ja dann Lizenzen. Das ist hier das große Thema. Also man muss sich jedes Thema schon separat anschauen. Und ich sage Ihnen, nationalstaatlich ist da nicht viel machbar. Und ich habe es heute von Ihnen keine Vorschläge gehört. Aber ist das nicht wirklich ein Punkt, dass du da einen EU-Konsens brauchst? Ich weiß, wie viele Jahre diese EU-Finanztransaktionssteuer schon diskutiert wurde. Also ich kann mich noch an Interviews mit Werner Faymann erinnern, der mir das immer gesagt hat. Dann Sebastian Kurz, der das gesagt hat. Konsens in der Frage. Aber sie kommt heute natürlich nicht. Sind viele Fragen auch auf europäischer Ebene zu klären. Dem habe ich auch nie widersprochen. Ich glaube, auch der Herr Hanger hat sich jetzt versprochen, weil die ÖVP hat das Country-by-Country-Reporting jahrelang blockiert und ist hier nicht auf EU-Ebene mit unterstützend gewesen. Also ich glaube, Sie haben vielleicht das Konzept wirklich nicht so gut im Kopf gehabt. Aber jetzt komme ich zu einem anderen Punkt zurück. Es ist keine steuerliche Maßnahme. Auf dem wir eigentlich gesprochen haben, bevor Sie die Diskussion wieder in die andere Richtung führen. Weil wenn Sie hier von mir verlangen, Punkte aufzuzählen, habe ich getan. Erklären Sie mir vielleicht auch einmal, warum Sie es jetzt in dieser Krise, wenn wir uns angeschaut haben, wie hoch die Gewinne von verschiedensten Unternehmen, die Gewinnausschüttungen jetzt sind, warum die steuerlich erleichtert werden sollen, wem das eigentlich etwas bringt und warum Sie glauben, dass das eine Maßnahme für die Breite der Bevölkerung ist. Kann ich Ihnen erklären? Wir diese Riesengewinne, die wir jetzt anschauen hier, steuerlich noch erleichtern. Das ist wirklich nämlich nur Politik für die Vermögenden in diesem Land. Kann ich Ihnen erklären? Die Idee dahinter ist eine private Altersvorsorge. Ich weiß schon, da tun Sie sich ganz, ganz schwer. Wir haben 3 Säulen der Pensionsvorsorge und wir wären auch sehr dafür, die private Altersvorsorge zu forcieren, auch mit Wertpapieren, auch mit Aktien. Und dann, oh, da kommt immer, um Gottes Willen, Aktien. Das halte ich für gescheit. Und die Idee wäre, dass auch, auch der durchschnittliche Österreicher, die durchschnittliche Österreicherin, wir Rahmenbedingungen schaffen, dass jetzt Aktien nicht nur das Böse sind, sondern vielleicht auch mit Investmentfonds, Ansparmodelle, dass man die quasi forciert mit den Rahmenbedingungen. Wir bringen damit auch frisches Kapital in die Wirtschaft. Wir schaffen damit auch Arbeitsplätze. Das ist die Idee dahinter. Das ist nicht nur alles Böse, wie Sie permanent darstellen, sondern auch Aktiengewinne sollen auch dem Mittelstand, den Kleinverdiener zugutekommen. Und von der Idee her halte ich das für richtig und gut. Aber in Ihrem Begriffsverständnis geht das gar nicht, weil die Aktiengesellschaften sind ja für Sie immer ganz was Furchtbares. Das ist nicht so. Haben Sie ja jetzt selber gerade gesagt, das kann ja dann gar keine Politik sein für die Menschen, die zum Beispiel von der Teuerung gerade betroffen sind. Die, sagen wir jetzt mal, unteren 50% der Haushalte in Österreich, also die halbe Bevölkerung, besitzt nämlich solche Aktien oder Wertpapiere ja gar nicht. Das heißt, wenn Sie da eine steuerliche Erleichterung durchsetzen, die uns insgesamt als Steuerzahler und Steuerzahlerinnen unglaublich viel Geld natürlich kostet, das dann später auch fehlen wird im Sozialbereich, im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich. Das hilft 50% der Bevölkerung einmal gar nicht. Dann können wir uns anschauen, gibt es viele Haushalte, die haben ganz wenige Aktien. Also da hat man ein paar tausend Euro, die man halt umliegen hat, irgendwo investiert. Und dann gibt es oben im Segment mit viel Vermögenden dann Menschen, die sehr viele Aktien besitzen. Die würden vor allem profitieren, wenn Sie jetzt hier die Steuer streichen. Das heißt, das würde wirklich in die Top 10% der Haushalte, also die Top 10% der reichsten Menschen, jetzt dieses Geld dann dahin fließen. Wo wir sagen, das müsste in die andere Richtung gehen. Wir bräuchten gerade jetzt in der Krise eine Politik, die die unteren Haushaltssegmente unten jetzt quasi
im Sinne der Einkommenspyramide gesehen, entlastet. Und da machen sie wirklich genau das Gegenteil. Und wenn Sie da jetzt irgendwas von Alters- oder Pensionsvorhersage reden, dann ist das wirklich abseits von der Realität der Menschen. Nein, ich habe mich mit dem Thema intensiv beschäftigt, war da auch auf Symposien. Das ist schon diese dritte... Symposium sogar. Naja, vorher, okay. Würde ich Ihnen auch anraten, das zu tun, weil man muss sich mit den Dingen schon fachlich auseinandersetzen. Aber mit einer privaten Pensionsvorsorge, das ist immer, wo die SPÖ sich halt wirklich dramatisch schwer tut. Aber ich komme wieder zurück, was ich am Anfang gesagt habe, das soll man nicht untergehen lassen. Sie sprechen ja auch von dieser Umverteilung und wir in Österreich sind Umverteilungsweltmeister. Da bitte ich Sie wirklich, das einmal zur Kenntnis zu nehmen. Es gibt kaum eine Volkswirtschaft, wo nicht so viel umverteilt wird von den höheren Einkommen, von den mittleren Einkommen hin zu den unteren Einkommen. Ich bekenne mich auch dazu, weil ich den sozialen Zusammenhalt haben will. Der muss uns auch etwas wert sein. Aber, jetzt kommt das Aber, irgendwo gibt es auch eine Grenze. Weil die Menschen, die halt 3.000, 3.500 brutto verdienen, wenn denen dann halt, wenn die dann ihren Nettogehalt ansehen, sagen die dann, naja, puh, wo habe ich denn die Motivation, dass ich dann noch weiterhin mich beruflich entwickeln will, weil halt natürlich sehr viel wegbesteuert wird und es wird schon viel umverteilt, wir bekennen uns dazu, aber irgendwann muss auch einmal Schluss sein, noch mehr Umverteilung führt irgendwann zu einer Situation, dass dann halt auch diejenigen, die sagen, ich bringe dieses Einkommen, ich will nicht mehr Umverteilung machen und unser Ansatz, auch ganz wichtig, eigentlich Ansatz ist immer der, nur quasi den unteren Einkommensgruppen die Einkommen zu geben. Ich glaube, wir brauchen Programme, damit wir die unteren Einkommensgruppen genau aus dieser Gruppe herausholen. Ich bin durchaus bei der Bildung, da können wir wahrscheinlich Konsens erstellen. Wir müssen schauen, dass die Bildungsprogramme da sind. Wir brauchen Programme, damit die sich auch persönlich weiterentwickeln können. Wir können über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie diskutieren. Wir können über Kinderbetreuungseinrichtungen, das können wir alles diskutieren, das finde ich richtig und gut. Aber die Idee ist, die unteren herauszuholen, damit die dann auch stärker vielleicht sogar zum Sozialsystem beitragen können. Und Eicherzugang ist immer der, einfach nur umverteilen, Geld geben und das war's dann. Da haben wir schon, glaube ich, ein bisschen einen wirtschaftspolitisch besseren Ansatz. Na, vielleicht erkläre ich jetzt, was unser Programm ist und nicht Sie. Weil Naja, ich höre die ganze Zeit, was Sie sagen. Mhm. Na, also der Punkt ist der, wenn Sie sagen, es findet so eine starke Umverteilung statt, die findet tatsächlich statt, aber oftmals in eine andere Richtung, wie Sie sagen. Sie führen jetzt ein, dass die Einkommensteuer, ja, das habe ich schon gesagt, die Einkommensteuer, die ist progressiv gestaltet. Je mehr ich verdiene, desto mehr Einkommensteuer zahle ich. Da haben Sie jetzt aber ausgelassen, dass es ganz viele andere Steuern in diesem Land gibt, die nicht progressiv gestaffelt sind. Leider, wenn wir zum Beispiel hernehmen, was eben bei der Mehrwertsteuer zu zahlen ist oder Steuern auf jede Wurstsemmel, die wir uns kaufen beim Hofer oder beim Billa, ist natürlich, müssen wir eine Steuer drauf zahlen. Und wenn wir uns da anschauen, was zahlt eine alleinerziehende Mutter mit wenig Gehalt prozentuell an Steuern und was zahlt ein vermögender Mensch an Steuern? Ich habe das vorher schon ausgeführt. Es gibt nämlich nicht nur die Einkommensteuer, die progressiv ist, auch die SV-Beiträge beispielsweise, die sind ja dann irgendwann gedeckelt. Da, egal wie viel ich dann mehr verdiene, zahle ich dann nicht mehr. Es sind nicht alle Steuern in diesem Land progressiv und deshalb kommen wir, wenn wir alle Steuern zusammennehmen, hin zu einer Statistik, wo wir sehen, dass ein Mittelfeld recht viel zahlt und das dann aber nicht ansteigt. Das heißt, vermögende Menschen zahlen nicht mehr Steuern als ein Geringverdiener in Österreich. Das ist einfach der Fakt, wenn wir alle Steuern mit zusammennehmen. Das ist einfach die Wahrheit. Reden wir über die Kinderbetreuung. Die haben Sie jetzt ins Treffen geführt. Vielleicht bleiben wir bei einer Minute. Darf ich kurz auf das eine Thema reden? Nein, das haben auf Sie jetzt gerade angesprochen. Ja, das machen wir das nächste. Wir sitzen gemeinsam im Untersuchungsausschuss, wo wir die Chats gelesen haben. Es war fix vereinbart in diesem Land, 1 Milliarde zu investieren in die Bildung. Auch das haben Sie jetzt gerade vorher angesprochen. Das war fixfertig ausverhandelt. Dann hat Sebastian Kurz das verhindert, gemeinsam mit vielen ÖVP-Ministern, Ministerinnen. Einige davon sind ja noch da, fast nicht mehr viele, ja, viele Korruptionsvorwürfe, wo man dann ganz bewusst verhindert hat, diese Investitionen in die Kinderbetreuung gar nicht gut. Kannst du ein Bundesland aufhetzen? Wir beide kennen diese Chats. Stimmt nicht. Und wo bis heute den Frauen und den Kindern im Land diese Kinderbetreuungsmilliarde, die schon fix fertig ausverhandelt war, gestohlen wurde. Das stimmt ja nicht. Wir das Geld? Das ist ein billiger Populismus, wirklich. Da muss ich Ihnen jetzt stark entgegenhalten. Zum einen, umverteilt wird natürlich das gesamte Steueraufkommen, nicht nur die Einkommensteuer. Also da würde ich Sie bitten, in der Begrifflichkeit sehr klar zu sein. Ich rede von den Transferleistungen, die über das gesamte Steuersystem finanziert werden. Und wir sind Umverteilungsweltmeister in Österreich, das ist die Realität. Da würde ich Sie bitten, das halt irgendwann einmal zur Kenntnis zu nehmen. Und zum Zweiten halte ich auch fest, hier haben Sie die Unwahrheit verbreitet, weil sehr wohl in Kinderbetreuungseinrichtungen investiert worden ist. Die Debatte war dazu, als ob das direkt in die Gemeinden geht
oder über die Länder, die dort eine Zuständigkeit haben. Aber zu behaupten, dass irgendetwas gestohlen worden, das muss ich wirklich aber mit entschieden. Aber die Chats sind, das muss ich jetzt ja schon sagen, die Chats hat sie authentisch wiedergegeben. Ja, das wissen wir ja, ja alle, aber das ist dass, nicht das gefallen. Ja, diese Sätze ja, sind gefallen, ja, ja, die Sätze sind gefallen und die sind auch nicht in Ordnung, gar keine Frage. Aber trotzdem wurde investiert. Die Behauptung, dass da nicht investiert worden ist, die stimmt ja ganz einfach nicht. Wir können uns ja die Betreuung anschauen. Das kann ja jeder Zuschauer, jede Zuschauerin zu Hause, kann ja für sich überprüfen, gibt es bei mir einen Kinderbetreuungsplatz. Gerade bei den unter Dreijährigen, also 1, 2, 3, bei den Allerkleinsten hinken wir unglaublich hinten nach. Da sind wir auf europäischer Ebene nicht bei den Spitzenreitern, sondern unglaublich schlecht aufgestellt. Und wenn wir vor allem für die Frauen im Land, auch das haben Sie gesagt, reden wir über Gleichstellung, wenn wir für die Frauen im Land etwas erreichen wollen, dann müssen wir ihnen wirklich die Wahlfreiheit geben, will ich mein Kind betreuen oder will ich es in eine gute, qualitative Kindereinrichtung auch geben können und arbeiten gehen. Für viele ist das derzeit gar nicht möglich, weil die meisten Kinderbetreuungsplätze, Kindergärten, die schließen oft um 12. Das ist mit einem 8-Stunden-Arbeitstag oder 12-Stunden-Arbeitstag, den sie eingeführt haben, dann oft gar nicht vereinbar. Mhm. Und deshalb müssen wir natürlich die Kinderbetreuungsplätze im Land ausbauen. Und das ist, wenn wir uns anschauen, was ist weitergegangen die letzten Jahre, ist das minimal. Ja. Und da können wir uns auch anschauen, wie schaut es denn aus in den Bundesländern? Da gibt es nämlich, auch das wissen Sie, sehr starke Unterschiede zwischen Wien oder dem Burgenland beispielsweise, den sozialdemokratisch geführten Bundesländern und den ÖVP-geführten Bundesländern. Muss man sich nur anschauen auf einer Landkarte, wo gibt es denn die Möglichkeit für Kinderbetreuung? Und die 1,2 Milliarden waren vereinbart. Auch der Rechtsanspruch sind für auch Kinderbetreuung. Gekommen. Die sind nicht ja, natürlich gekommen, diese 1,2 gekommen. Milliarden ja, Euro. Natürlich. Nein, sind sie na, dann, nicht. Wir haben ja schon, das ist ja im Budget, das kann ja jeder zu Hause googeln. Die sind nicht gekommen. Die wurden verhindert von Sebastian Kurz auf seinem Weg ist, zur Macht. Das ist die Unwahrheit. Dann schauen wir uns die Zahlen, machen wir einen Faktencheck. Das ist die Unwahrheit. Natürlich ist in Kinderbetreuung investiert worden, aber um konsensual zu argumentieren. Lass uns mir jetzt ausreden. Ich versuche gerade Konsens herzustellen. Bin durchaus auch dabei, dass man dort auch die Anstrengungen intensivieren muss. Man muss dort noch mehr machen. Gott sei Dank haben Sie einen Begriff genannt, das hat mich sehr gefreut. Sie haben auch von der Wahlfreiheit gesprochen. Ich glaube, diesen Begriff wollen wir hochhalten, weil es gibt schon auch noch, speziell in den ländlichen Regionen, Familiensituationen, wo man Kinderbetreuung in der Familie organisieren will. Auch die müssen wir wertschätzen. Danke, dass Sie Wahlfreiheit gesagt haben. Das ist auch bei der SPÖ nicht immer ganz eindeutig und sicher. Naja, schon, wenn ich die verschränkten Schulformen... Naja, schon, das ist schon die politische Realität. Aber vorher haben wir Konsens. Auch da muss man mehr tun. Es geht auch um Arbeitskräftepotenziale. Sie wissen, wir haben wirklich Vollbeschäftigung eigentlich in Österreich. Wir müssen Arbeitskräftepotenziale heben und das kann ein wichtiger Punkt sein. Und wirklich, ich glaube auch, wenn Frauen selbstbestimmt oder auch die Männer, wenn wir von Gleichberechtigung reden, sollen beide den Zugang haben, beide müssen für die Familie sorgen können, müssen die Betreuungspflichten wahrnehmen können. Also da haben wir schon Konsens, da würde ich gar nicht viel Unterschiedlichkeit sehen. Ich lasse aber nicht stehen, so quasi, da ist Geld gestohlen worden. Das war so eigentlich wirklich eine populistische Aussage. Die Wahrheit liegt doch da in der Mitte, es ist Geld geflossen, aber es sind nicht die 1,2 Milliarden geflossen, die schon, wo es schon ein Okay gegeben hätte. Das muss man dazu sagen. Aber schauen wir uns die Zahlen an und man kann doch durch, wirklich, man kann doch mehr tun, ja. der Meinung bin ich auch, aber irgendwie zu behaupten, dass Geld gestohlen worden, diese billige SPÖ-Propaganda, die muss ich schon wirklich zurückweisen. Na gut, wir haben ja viele Anträge eingebracht, auch im Nationalrat, wo wir genau das, was wir in den Chats von Thomas Schmidt, Ihr Parteikollege, gelesen haben, Sie wissen schon, der mit der Hure der Reichen, ja, so hat er die ÖVP bezeichnet, wo wir genau das, was damals ausverhandelt war, eingebracht haben im Nationalrat, gesagt haben, dafür gab es schon mal eine Einigung, das war schon mal, das wollte der damalige ÖVP-Obmann Mitterlehner auch durchbringen, das haben wir eingebracht in den Nationalrat, da hat die ÖVP nicht mitgestimmt. Also wenn Sie jetzt sagen, man kann da eh durchaus mehr tun, die Anträge werden halt nicht angenommen, die werden immer abgelehnt. Darf ich was sagen? Ja, bitte. Es hat ja relativ lange gedauert, bis die Frau Henlich einen Chat nennt. Bin ich verwundert. Weil das ist aber schon der zweite, ja, den Sie diese nennen. Propagandamasche käme ja schon so lange. Sie wissen, dass wir uns auch sehr, sehr deutlich von diesem Thema distanziert haben. Würde ich Sie bitten, das vielleicht auch irgendwann einmal zur Kenntnis zu nehmen. Wird nicht sein, weil es halt ein schönes Propagandathema ist. Habe ich auch mit einer bestimmten Gelassenheit zur Kenntnis zu nehmen. Und ich finde, wir sollten eine gute, sachliche Diskussion führen, die in manchen Bereichen gelingt. In manchen sind es halt wieder so klassenkämpferisch. Das tut mir dann aber ein bisschen weh. Wir aber sollten halt das muss ich halt
politisch aufpassen, dass wir nicht, Sie haben jetzt mehrmals gesagt, das ist Propaganda, ich habe einen Chat zitiert, Wort für Wort, genauso wie er geschrieben worden ist und habe gesagt, das ist einfach die Realität, diese Chats gibt es, Sie nennen das Propaganda. Und vielleicht zu den Anträgen, darf ich was zu den Anträgen sagen? Dass man nicht hier abdriftet in eine Situation, wo es wie in den USA ist, wo man einfach Dinge, die auf Papier, also auf Papier, auf Chat, ja, festgehalten wurden, wo man im Nachhinein dann so tut, als wäre das nicht gewesen. Wir haben ja vieles noch aufzuarbeiten. Aber das passiert ja nicht, weil das ist ja Fakt, dass es diese Chats gibt. Das ja, trotzdem ich auch, wird es jetzt als Propaganda dargestellt. Ja, das ist es ganz einfach. Wir haben uns geschrieben wurde in diesen Chats, das müssen wir ja bis heute aufarbeiten und haben wir auch noch gar nicht geschafft. Da sind ja viele nicht nur Anklagen daraus entstanden, sondern auch noch viele Fragen offen. Wie viele Anklagen sind entstanden? Ja, zig, die kann ich Ihnen gar nicht alle aufzählen. Anklagen? Nein, wo ermittelt wird derzeit? Naja, aber zwischen Anklagen, aber genau das ist die Diskussion, Frau Herr. Nein, Anklage gibt es genau eine, übrigens gegen den Herrn Strache. Ja. Da würde ich Sie schon bitten, in der Begrifflichkeit wirklich ein bisschen aufzupassen. Gut. Weil übrigens verurteilt ist man dann, wenn ein unabhängiges Gericht es entschieden hat. Und Sie haben dahin gilt auch die Unschuldsvermutung. Ja, Gott sei Dank, aber jetzt habe ich Sie darauf hinweisen müssen. Das haben wir auch nie. Ich hätte gerne was zu den SPÖ-Anträgen gesagt. Ja. Darf ich was sagen? Wir kommen schon zu einem Ende, was Sie wollen. Ja. Die SPÖ bringt tatsächlich immer viele Anträge ein, nur sie schreibt nie dazu, wie sie es finanzieren wollen. Es ist ja schön, als Oppositionspartei Anträge einzubringen, nur sollte man da auch irgendwann mal definieren, wie man es finanziert. Das wollte ich nur sagen. Es ist ja schön, als Oppositionspartei diese vielen Anträge. Und dann heißt es immer, die werden alle abgelehnt. Wir müssen halt auch über die Finanzierung des Systems reden. Das machen sie halt leider ganz, ganz wenig. Gut, ich glaube, über die Finanzierung und vor allem über den Urschuss werden wir noch eine extra Runde in naher Zukunft machen. Ich bedanke mich Andreas Hanger, ich bedanke mich Julia Herr und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es spannend weiter. Bleiben Sie dran.